Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück im Aquapark und in der wahrscheinlich allerletzten Folge vom Aquapark, weil ich denke mal, wir werden diese Folge fertig werden. Wir haben ja nur noch dieses kleine Stück hier vor uns, was wir bebauen müssen. Beim letzten Mal haben wir hier das Spinoraptorengehege gebaut und ihr seht ja, unser Aquapark ist jetzt wirklich komplett über die gesamte Fläche fertig, würde ich sagen. Und natürlich haben die Spinoraptoren wieder sehr, sehr schöne Namen von euch bekommen. Da gucken wir mal eben. Hier haben wir sogar direkt das Alpha-Weibchen. Das hat den Namen Titan bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und hier hinten die drei, die ein bisschen das Alpha-Weibchen ausgrenzen. Die heißen zum einen Noel, zum anderen Sparky und zu guter Letzt Juki. Also vielen, vielen Dank für die schönen Namensvorschläge. Und da im Hintergrund hoppeln schon die Ziegen. Die kann man leider nicht benennen, sonst würde ich auch die benennen. Und ich finde, das sieht schon echt schön aus. Oh, die Sonne geht gerade auf. Ah, ist ein schöner Anblick. Und wir müssen jetzt natürlich noch hier die letzte Insel bebauen. Und genau das werden wir jetzt tun. Bevor wir uns jetzt hier an die Arbeit machen, würde ich euch nochmal bitten, mir für unsere letzte Insel hier auf jeden Fall noch einen Namen in die Kommentare zu schreiben, weil die hat als einzige Insel noch keinen Namen. Hier könnt ihr jetzt nochmal die Form sehen von oben. Also, da wird man sicherlich was finden. Ist ja auch eine sehr außergewöhnliche Form. Diese beiden Inseln haben ja schon jeweils einen Namen. Und der Rest ist ja nicht wirklich eine Insel. Wobei das hier sogar schon fast so ein bisschen aussieht wie eine Insel, zumindest wie eine Halbinsel. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, keine Inseln. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr mir Namensvorschläge in die Kommentare schreiben würdet. Und ich würde sagen, dass wir... Ihr seht ja, hier geht es noch ein bisschen hoch. Ich glaube, dass ich das auf diese Höhe hier absenken werde. Einfach aus dem Grund, weil wir dann noch etwas mehr Platz hier oben haben. Weil dadurch, dass wir es absenken, entsteht hier oben so ein bisschen mehr Baufläche. Und dann kriegen wir noch ein paar mehr Sachen da unter, auf der Insel. Das wird uns, glaube ich, schon enorm helfen. Deswegen werde ich das auf jeden Fall auch machen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall überlegen, was wir noch auf dieser allerletzten Halbinsel unterbringen möchten. Wir müssen auf jeden Fall hier den Weg noch einigermaßen hochbauen. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen glätten. Dann geht hier noch Fläche verloren. Und das gleiche Spiel hier hinten. Wir können das ja nicht ganz so steil machen, wie es jetzt hier ist. Und deswegen würde ich fast sagen, dass wir eventuell hier in diesem Bereich noch ein kleines Gehege unterbringen, wenn wir das hinbekommen. Und hier in dem Restbereich sollten wir vielleicht nochmal so ein paar Besuchersachen bauen. Sowas wie Essensstände und sowas, was halt fehlt. Wir können mal eben gucken. Das war falsch. Hier müssen wir, glaube ich, drauf gehen. Inselbewertung. Genau, und dann sehen wir hier schon die Nahrungsbewertung 41, Dinosaurier-Sichtbarkeit 33%, nur das ist echt schlecht. Aber das liegt daran, dass ich das nicht so gebaut habe, dass diese Dinger das perfekt abdenken. Das kann ich euch mal zeigen. Ich meine, dieses Gehege ist echt ganz gut abgedeckt. Aber hier zum Beispiel ist es halt schlecht abgedeckt. Aber mir geht es ja eher darum, dass wir als Spieler bzw. als Zuschauer meiner Videos eine sehr gute Sicht haben. Und ich glaube, das haben wir in diesem Park wirklich, gut gemacht, gut gelöst. So, wo waren wir stehen geblieben? Nahrungsbewertung ist bei 40%, Getränkebewertung 55%, Spaßbewertung bei 80%, das ist schon mal gut. Einkaufsbewertung bei 34% und Transportbewertung bei 19% nur. Das heißt, oh, die steigt und sinkt die ganze Zeit. Interessant. Aber ich glaube, wir sollten dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Essensläden bauen, weil das ist relativ weit unten. Jetzt irgendwie nicht mehr, aber passt schon. Machen wir auf jeden Fall. Und ein paar Einkaufsmöglichkeiten sollten wir hier auf die letzte Insel bauen. Das ist schon mal gut zu wissen. Und genau das werden wir auch tun. Aber als allererstes schauen wir jetzt mal, dass wir hier das mit dem Gehege noch hinbekommen. Wir müssen natürlich schauen, wie wir das genau handhaben dann. Könnten rein theoretisch hier einfach einen Zaun abgehen lassen und dann hier einigermaßen am Rande der Insel entlang bauen. Wir müssen gucken, dass das noch einigermaßen natürlich aussieht. Das Wasser können wir auch noch anpassen, später an den Zaun. Aber hier sieht das zum Beispiel jetzt schon echt doof aus, oder? Dieser Schwingung, das hätte man irgendwie schöner lösen können. Da habe ich mich jetzt zu sehr an dem vorhandenen Rand orientiert. So sieht das zum Beispiel schon viel schöner aus. Nicht so hin und her. So, und dann müssen wir halt irgendwie das Gehege hier zu Ende führen.
Und dann haben wir diesen ganzen Platz hier noch für Einkaufsmöglichkeiten. Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier eben den Weg ein bisschen glatter. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst. So, mit dem Glätten-Tool. Einmal schön hier rüber glätten. Dann sollte man eigentlich schon einen guten Weg nach oben ziehen können. Natürlich in Beige. Ein bisschen so ein bisschen geschwungen. Und zack. Sehr schön. Das funktioniert schon mal. Dann können wir sogar mit dem Gehege hier so noch ausholen. So könnte man fast machen. So, dann hat man hier auch nochmal das Maximum an Platz ausgeschöpft. Dann könnten wir das Gehege hier so lang bauen. Ja, der Weg. Können den ja mal ungefähr schon mal Richtung Ziel führen. So. Und dann können wir hier den Zaun entlang bauen. Und dann müssen wir das Ganze hier noch ein bisschen glätten. Der Zaun steht. Und jetzt müssen wir hier auf jeden Fall viel mit dem Glätten-Tool noch ja, korrigieren. Wir müssen hier echt gleich, müssen erstmal hier so ein bisschen die Ränder absenken. Das Wasser machen wir gleich wieder. Sonst kriegen wir das mit dem Glätten-Tool nämlich nicht gut hin. Es geht gar nicht anders. Damit wir das wieder einigermaßen vernünftig hinbekommen, haben wir ja gut zur Orientierung unseren Zaun jetzt schon. Jetzt mit dem Glätten-Tool müssen wir mal rübergehen und das einigermaßen vernünftig hier regeln. Dass das noch natürlich aussieht und nicht zu steil und sowas ist. Immer gar nicht so einfach. Aber ich meine, für die Dinosaurier wird das schon klar gehen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, welche Dinosaurier wir hier reinpacken werden. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir hier noch ein Gehege unterbringen, weil dann haben wir noch mal ein paar mehr Dinos im Park. Aber so viele haben wir gar nicht. Wir können ja gleich mal eben einmal uns einen kleinen Überblick verschaffen. Aber erstmal machen wir hier wieder das Gehege soweit vernünftig. Und so. Zack, so sieht das Ganze dann aus. Ist, denke ich mal, recht vernünftig. Kann man jetzt ein bisschen schlecht sehen, weil es nebelig und regnerisch ist. Aber das sollte soweit eigentlich passen. Wir gucken mal eben von der Größe von oben. Ja, das ist doch cool. Und dann gucken wir mal eben, welche Saurier wir denn alles so haben. Wir haben hier vier Spinoraptoren. Hier haben wir vier Iguanodons. Vier Gigantspinosauren. Zwei Spinosaurus. Zwei Suchomimos und zu guter Letzt haben wir hier noch drei Kasmosaurus und zwei Archaeos, nenne ich sie mal. Ihr wisst schon, ne? Ich wollte den Namen jetzt nicht aussprechen. Und dann noch hier ein Gehege. Ich denke, das sollte dann von der Dinosaurieranzahl schon recht vernünftig sein. Wir müssen nur mal gucken, wie wir das hier regeln, dass das gut aussieht. Ich meine, man könnte natürlich hier dann irgendwie so abgehen. Aber es wäre auch schön, wenn wir hier noch so ein paar Geschäfte unterkriegen. Aber es wird allgemein mega eng vom Platz. Ich glaube, die Geschäfte müssen wir hier machen. Und eventuell können wir hier so eine richtig große Wegfläche oder sowas machen. Vielleicht wieder hier so einem selbstgebauten Brunnen, wie wir hier am Eingangsbereich haben, in der Mitte. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Das könnte man auf jeden Fall, denke ich, ansteuern. Und genau das werden wir jetzt versuchen zu bauen. Also ich werde noch versuchen, hier so ein paar Läden unterzukriegen. Was hatte ich gesagt? Einkaufsmöglichkeiten und Essen brauchen wir. Das heißt, wir könnten einen Kleiderladen machen, ein Restaurant oder wir machen mal ein Fastfood. Und ein Fastfood-Restaurant wäre auch schon da. Da ich das Restaurant immer schöner finde, machen wir das. Ist zwar auch ein bisschen größer. Und vielleicht noch einen Spielwarenladen. Ich glaube, den habe ich auch bis jetzt nur einmal oder gar keinmal untergebracht. Wir müssen jetzt natürlich erstmal hier einen Weg so abziehen, dass wir gleich vernünftig unsere Geschäfte bauen können. Das jetzt so ein bisschen ausprobieren. Machen wir mal erstmal so. Und dann gucken wir mal. Das könnte schon vom Platz her sehr, sehr, sehr eng werden. Ich darf auch nicht zu nah hier ranbauen, weil ich möchte hier auch noch gleich mit dem Glätten-Tool rüber und das ein bisschen vernünftiger aussehen lassen. Ihr seht schon, die Läden sind halt saugroß, ne? Frag mich jetzt halt. Ich glaube, ich kriege hier nur noch zwei Läden unter.
Oder ich mache hier auf der Seite noch einen Laden hin. Na, wir müssen mal eben gucken, dass wir hier, ob wir das hier noch vernünftig hinkriegen mit dem Glätten-Tool. Ich will halt nicht so einen steilen Übergang. Kein Fall. Ich meine, hier kommen auch noch Bäume und so hinter, deswegen wäre das gar nicht so wild. Na, hier geht schon sehr viel Platz verloren. Hier hätte man auch noch irgendwas hinbauen können. Aber da ich die Insel so erhöht gebaut habe, ist das natürlich schwierig, ne? Weil auf Schrägen zu bauen, das kennt ihr ja, das funktioniert leider nicht so gut. Dann Restaurant. Oh ja, da kam jetzt noch ein bisschen Land mit dazu, aber das macht absolut gar nichts. Passen wir das einfach hier dem Ganzen an. Glätten hier auch nochmal rüber, so einigermaßen. Ja, dass jetzt hier so eine Kante drin ist, kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen besser geregelt. Aber da kommt halt immer mehr Inselfläche hinzu, wie ihr seht, und mehr Wasser verschwindet. Wir müssen halt gucken, dass noch genug Wasser da ist. Ich würde fast sagen, dass wir hier einfach drauf wieder Wasser hinzeichnen. Dann geht das da halt ein bisschen steiler runter, wenn wir da Bäume nachher hinklatschen. Sollte man das nicht sehen, beziehungsweise es sollte nicht stören. Ah, wäre schön, wenn wir noch einen dritten Laden hier unterkriegen. Und zwar den, was habe ich gesagt, Spielwarenladen. Nur dann wird das echt sehr, sehr eng. Wir könnten auch hier die Fläche machen. Das könnte man mal ausprobieren. Okay, machen wir das doch mal. So, und dann könnte man hier diesen brunnenmäßigen Dings bauen, was ich vorhatte. Nee, Spielwarenladen, habe ich gesagt, ne? Ja, ist doch sogar richtig. Okay, der ist ja zum Glück gar nicht so groß. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Okay, so. Und dann könnten wir hier sogar den Weg nochmal etwas breiter abgehen lassen. Das wird natürlich jetzt hier schwierig mit den blöden Einrastpunkten. Kann auch so machen. Und dann führen wir hier den grauen Weg hoch. So. Jetzt hier müssen wir nochmal überglätten. Ihr seht ja, sehr, sehr steil und hugelig. Das wollen wir natürlich nicht. Ich kann euch übrigens als Tipp geben, falls ihr sowas, so einen Park baut, arbeitet auf jeden Fall viel mit Höhenunterschieden und sowas, weil das lässt den Park im Endeffekt echt viel schöner aussehen. Ist zwar immer viel Arbeit und ein bisschen nervig, aber es lohnt sich am Ende. Ich meine, das sieht man allein schon. Das sieht doch eigentlich ganz vernünftig aus hier, ne? Nicht schlecht. Das sieht man allein schon, wenn man mal von hier guckt. Hätte ich das jetzt alles flach gebaut, dann hätte das hier gar nicht so natürlich ausgesehen. Und jetzt sieht man im Hintergrund da noch die Läden, da noch die Türme und sowas. Und das ist alles entstanden dadurch, dass ich sehr, sehr viel mit Höhenunterschieden gearbeitet habe. Also ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier einen schönen Brunnenbereich hinbekommen. Am besten gar nicht mal so klein. Man könnte sogar Ziegen in das Gehege rein theoretisch setzen. Das wäre auch eine, denke ich, witzige Idee. Ich habe das Ganze jetzt doch nicht rund gebaut, sondern so ein bisschen, ja, hier diesen Platz angepasst. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ist einigermaßen mittig. Ganz perfekt bekommt man es leider nicht hin. Und jetzt müssen wir überlegen. Entweder wir machen hier so einen kleinen Ziegenstreichel so hin oder Wasser. Weil ich glaube, beides wäre ein bisschen doof. Weil die armen Ziegen würden sich, glaube ich, nicht so wohlfühlen im Wasser. Wir werden das... Würden wir hier noch Bäume hinkriegen? Nee. Aber das würde ja schon mal gar nicht so schlecht aussehen. So müssten wir auch keinen Zaun dahin machen. Wenn wir Ziegen da reinmachen, müssten wir auf jeden Fall noch einen Zaun hier drumherum ziehen. Und ich weiß nicht, wie das aussehen würde. Können wir mal eben schauen. Würde wahrscheinlich hier gar nicht vernünftig um die Kurve gehen. Ah, das wäre... Nee, da machen wir definitiv keine Ziegen rein. Das würde nicht aussehen. Also lassen wir es hier bei so einem kleinen
ja, Brunnenbereich nenne ich es ja immer. Finde ich eigentlich ganz schick, so in der Mitte. Kann man auf jeden Fall so machen. Und ich finde, die Insel sieht eigentlich schon recht ansehnlich aus von oben. Wir müssen natürlich hier hinten ganz, ganz viele Bäume ziehen. Das können wir mal eben machen. Das ist doch eigentlich schon recht schick jetzt hier, der Teil. Da müssen wir fast nur noch das Gehege hier machen. Eine wirkliche Beobachtungsstation haben wir natürlich jetzt nicht. Und gut beobachten von hier geht wahrscheinlich auch nicht. Aber so ein bisschen. Na, das ist natürlich jetzt der einzige Nachteil, dass wir. Vielleicht könnten wir auf dieser Seite noch einen Turm unterbringen. Das könnte man echt überlegen. Aber ich würde sagen, ich richte jetzt erstmal das Gehege ein. Das wird auch ganz schön schwierig werden, weil wir müssen das nochmal irgendwie hier so ein bisschen bearbeiten mit Glätten und sowas wegen der Wasserverbindung. So, ich habe mir jetzt überlegt, dass wir hier diese untere Fläche vielleicht Wasser hinmachen und dann das hier versuchen, mit dem Glättentool einigermaßen geregelt zu bekommen. Wird dann halt alles ein bisschen steiler ausfallen, aber das geht nicht anders. Weil das jetzt echt gerade noch klar geht, denke ich mal. Aber ist halt ein steiles Gehege. Da müssen wir halt oder müssen wir halt Dinosaurier aussuchen, die sich auch auf so schrägen wohlfühlen. Da wird schon was geben. Entweder ganz kleine Saurier oder so. Vielleicht können wir ja Troodons oder so machen. Haben auch sehr, sehr viele vorgeschlagen. Würden meiner Meinung nach auch sehr gut in den Park hier passen. So. Es würde als Wasserbecken ja schon reichen. Es sah vorher natürlich viel schöner aus. Aber Wasser ist echt problematisch. So. Dann gehen wir hier wieder ein bisschen näher ran mit dem Wasser. Oh, da hat sich fast das Wasser connected. Das wollen wir auch vermeiden. So. Na komm. Oder kann man jetzt ja schon fast eine Verbindung draus machen. Oder wir machen so. Und dann noch ein bisschen weiter vom Rand weg. So, das passt, denke ich. Dann haben wir hier halt nur so ein kleines Wasserbecken. Wird schon reichen, damit die Dinosaurier ausreichend zu trinken haben. Hier nochmal das Glättentool. Ein bisschen rüberglätten. Ich hoffe, der Weg hat nicht zu sehr gelitten. Ne, der sieht noch sehr gut begehbar aus. Und dann können wir so ein paar Bäumchen noch unterbringen. Wenn wir gleich hier noch so ein Türmchen hinbauen, haben wir auch eine Sicht auf das Gehege. Müssen wir nur beachten bei unserer Baumplatzierung natürlich. Schon fast. Machen wir noch so ein bisschen Dings rein. Wir können hier wirklich Troodons reinmachen. Die Idee finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das heißt, wir machen hier mal einen Fleischfutterspender rein. Machen wir mal hier hin. Und einen Ziegenfutterspender. Machen wir hier hin. Und dann sollte das schon passen. Dann haben wir das Gehege auch eingerichtet. Es ging jetzt ja recht fix. Und dann ist die Insel sogar schon fertig bebaut. Nicht schlecht. Also das haben wir jetzt echt schnell gelöst. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Letzte Gehege steht. Wir können halt jetzt, wie gesagt, hier noch einen Turm hinzaubern. Dann machen wir das mal mit dem Turm. Dafür entfernen wir mal eben hier ein paar Bäumchen erstmal. Und gucken mal. Wir müssen halt hier erstmal den Zaun entfernen und dann auch so ein bisschen das Land anheben. Hoffentlich geht da nicht zu viel Wasser verloren, dass das blöd aussieht. Aber das sieht ganz gut noch aus. So, Gehege. Ein Aussichtsturm. Was sagen, dass wir den so nah wie möglich einfach hier an den Wegrand klatschen. Ah, so ein bisschen Wasser ist verloren gegangen. Ob mir das gefällt, weiß ich gerade noch nicht. Wir müssen mal eben abwarten, bis der Turm fertig gebaut ist. An sich ist die Position von dem Turm cool. Ah, da hat man auch eine sehr gute Sicht drüber. Allerdings wird das dann hier sehr eng und ich müsste, wenn ich das hier nicht so steil haben möchte, hier nochmal einiges an Wasser entfernen. Müssen wir halt mal gucken. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, ob mir das gefällt. Wir könnten das so verdecken, so ein bisschen. Kann man dann noch hier rüber schauen? Könnte man.
wäre schade, wenn wir keine Sicht auf die Trodons haben. Also ich denke mal, ich lasse das erstmal so. Sollte eigentlich passen. Sieht jetzt ja nicht schäbig oder so aus. Also kann man, denke ich, so machen. Und dann würde ich sagen, sind wir so gut wie fertig. Wir müssen natürlich nur noch die Trodons ausbrüten. Und das machen wir jetzt mal eben ganz schnell. Gehen wir mal eben hier in das Entwicklungslabor. Es wird auch schon wieder Nacht. Das ist nicht gut. Dann können wir gleich gar nicht die Trodons sehen. Aber ich kann ja gleich mal eben Tag machen für die Trodons. Oh, die sind ganz schön teuer dafür, dass die so klein sind. So, und dann schauen wir mal. Ja gut, die sind schon modifiziert, deswegen. Wir machen... Wie viele machen wir denn überhaupt? Wir gucken mal bei Sozial rein. Oh, guck mal, 4 bis 16. Da können wir einige machen. Das Gehege ist ja recht groß. Was haltet ihr davon, wenn wir nochmal... Ich finde 7 ist eine schöne Anzahl. Wir machen mal 7 Stück. Und zwar machen wir... Wir machen 3 mit dem Regenwaldmuster. Und... 2 mit dem Alpinmuster und 2 mit dem Steppenmuster. Und ich würde sagen, ich mache das mal eben fertig und dann bringe ich euch zurück, wenn die, wenn ich sie ausgebrütet habe. Es ist nun mitten in der Nacht, aber es ist ja mal ganz schön, unseren Park in der Nacht mal zu sehen. Und wir lassen die ersten Trodons frei hier mit dem Regenwaldmuster. Schauen wir mal. Ich hoffe, das kann man jetzt einigermaßen erkennen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber wir können uns das Ganze natürlich gleich auch nochmal bei Tag angucken. Aber Trodons sehen schon fies aus, ne? Das sind schon echt fiese kleine Dinger. Denen will man nicht begegnen. Na, den Skin kann man leider jetzt so gut wie gar nicht erkennen. Aber wir lassen mal den Alpinenmuster frei. Vielleicht kann man den besser erkennen, weil der ja vermutlich sehr, sehr hell sein wird. Ja, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Und die geht ganz schön schnell, die freizulassen. Die haben eine sehr, sehr kurze Animation. Aber Trodons sind cool. Die werden auf jeden Fall in unseren Aquapark sehr gut reinpassen. Und zu guter Letzt lassen wir jetzt nochmal den Steppenmuster Trodon frei. Und da kommt auch er gehüpft. Einen großen Unterschied kann man gerade nicht feststellen. Ich glaube, der ist so ein bisschen rötlicher. Aber gut, das schauen wir uns gleich nochmal bei Tage an. Ich werde jetzt nochmal die restlichen ausbrüten und restlichen freilassen. Und wenn sie dann im Gehege sind, schauen wir uns die nochmal bei Tag an. In der Zwischenzeit können wir uns nochmal ganz kurz unseren Park bei Nacht anschauen. Finde ich auch sehr, sehr schön hier mit der Beleuchtung bei den Läden, Geschäften. Ja, finde ich, gefällt mir gut. Dann hier das Hotel, schön beleuchtet. Hätte alles noch ein bisschen mehr beleuchtet sein können, aber ist schon echt nice. Hier sind ja auch so Weglampen oder sind das Spiegelungen? Ne, das sind Weglampen tatsächlich. Oh, das sieht gut aus. Sehr, sehr gut aus. Hier auch nochmal ein paar Geschäfte. Hier hinten nochmal der Hotelbereich. Ach, der Park ist schon wirklich ganz schick geworden, denke ich. Also da können wir echt mit zufrieden sein. Hat auch echt Spaß gemacht, das Projekt. Aber jetzt ist es ja bald vorbei. Aber es wird auf jeden Fall auch noch wieder, ja, so eine Tour kommen wie beim Safari Park. Vielleicht in etwas anderer Form. Mal schauen. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Und ja, die letzten Trodons sind hier noch am Ausbrüten. Ich bringe euch dann gleich zurück. Okay, Leute, ich muss euch nochmal eben schnell zurückbringen. Guckt euch mal diesen Transport-Helikopter an. Was ist denn hier passiert? Ist der Trodon etwa hängen geblieben da unten? Was ist denn da los? Ja, der Trodon scheint hier irgendwie in den Bäumen zu hängen. Meint ihr, wenn ich jetzt die Bäume entferne, dass dann hier was passiert? Ne, guck mal, da hängt er fest. Ja, der hat auf jeden Fall einen... Sehr, sehr langes Transportseil, wie ihr seht. Nicht schlecht. Das werden wir uns jetzt mal angucken, wie das Ganze denn aussieht, wenn er hier landet. Bin ich sehr gespannt. Hä? Was zur... Alles klar. Trodon, wo bist du? Ich guck mal, wie weit ich rausfliegen kann, ob wir ihn finden. Eieieiei. Aber ich kann nicht weiter. Junge, Junge, Junge. Was ist denn hier los? Okay, wir schauen mal, was jetzt passiert. Hä? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist der jetzt zugestellt worden oder nicht? Der Helikopter hat auf jeden Fall... Hä? Was ist das hier im Boden? Okay. Was auch immer hier gerade abgeht.
Jetzt ist es wieder in der Luft. Ist sehr verwirrend. Ich hoffe, das ist gleich weg, wenn der Helikopter verschwunden ist. Schauen wir auf jeden Fall uns nochmal an. Die Seile fliegen gerade überall hin. Jetzt fliegt da irgendwas rum. Ah, es ist wieder zurück. Es wackelt nur ein wenig rum. Okay. Sehr, sehr seltsam auf jeden Fall. Machen wir mal eben hier wieder ein paar Bäumchen schnell hin. So. Okay, und dann schauen wir uns mal gemeinsam die Trodons an. Jetzt sollte man sie auch erkennen. Es ist wieder etwas heller geworden. Jetzt erstmal finden die kleinen Dinger. Ist er denn jetzt da? Die sind alle hier in der Ecke. Sind das sieben? Das ist jetzt verwirrend. Aber könnte sein, ne? Hier stehen schon mal vier, fünf, sehe ich. Ist da hinterm Baum noch einer? Nee, fünf. Sechs. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einen verloren haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wo ist mein Trodon? Der ist wieder da drin. Was ist das denn? Der liegt jetzt einfach hier. Und schläft. Wow. Okay, das mache ich dann gleich später. Das schien ja sehr, sehr buggy zu sein. Er ist irgendwie hier hängen geblieben. Aber so sieht er auf jeden Fall aus. Das ist der Trodon mit dem Steppenmuster. Also so rötlich, wie ich schon vermutet habe. Sieht sehr, sehr cool aus. Okay. Ich kann ja mal eben schon mal den Helikopter holen. Soll ich ihn nochmal betäuben? Wird beim zweiten Mal hoffentlich klappen. Und die anderen Muster gucken wir uns auch nochmal an. Ist leider sehr schattig hier gerade. Hier, der geht gerade in die Sonne. So, du bist wahrscheinlich ein Alpinmuster, Trodon, ne? So hell wie du bist, gehe ich mal von aus. Alpinmuster, ja. Also das ist der Alpinmuster, Trodon. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Regenwaldmuster. Das ist wahrscheinlich der hier. Regenwaldmuster. Ja, ist sehr, sehr ähnlich wie das Alpinmuster, muss ich sagen. Ach so, Leute, bevor ich es vergesse. Für diese kleinen, süßen Trodons brauchen wir auf jeden Fall noch sieben tolle Namen in den Kommentaren. Also falls ihr noch in meinem Aquapark verewigt werden möchtet, dann habt ihr jetzt nochmal die Chance, schöne Namensvorschläge für die Trodons reinzuschreiben. Und natürlich auch hier für diese Insel einen schönen Namensvorschlag. Würde ich mich mega drüber freuen. Jetzt können wir nochmal einmal über unsere Insel so einmal rüberfliegen. Das Ganze im Gesamtbild nochmal genießen. Ist wirklich relativ schön geworden, finde ich. Also ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Wir können es ja nochmal aus dieser Sicht hier uns angucken. Wir haben auch wieder fast jeden Winkel hier genutzt. War sehr, sehr schwierig, was den Platz anging diesmal. Aber ich finde, wir haben das sehr schön gelöst. Und das war die letzte Folge in unserem Aquapark. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Falls dem so ist, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich würde mich auch sehr über einen Kommentar freuen. Und ihr dürft auch gerne in den Kommentaren ein neues Projekt, also ein neuen Themenpark oder sowas vorschlagen für mich. Vielleicht inspiriert ihr mich ja für mein nächstes Projekt. Ich habe da auch schon einige Ideen im Kopf, also so ist nicht. Aber Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit dem Aquapark. Safe Game und eine Safari-Tour sozusagen zum Park kommen natürlich noch. Also seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Dandy.